möchte jetzt mein Kleid zurück. Also, ich möchte das Kleid zurück. Könnten wir vielleicht tauschen? Ich habe auch ein Glitzer-T-Shirt. Und Glitzer findest du doch besonders gut. Einverstanden? Okay. Ja, jetzt habe ich mein Kleid wieder an. Aber den Kopfschutz willst du wohl behalten? Na gut, damit kann ich leben. Es kamen wirklich zwei Fragen an dich von den Kindern. Ich glaube, du hast den anderen Kindern ein bisschen Angst gemacht mit deinem Aussehen. Darum bin ich froh, dass du die Sonnenbrille jetzt aufhast und so hübsche Klamotten. Die Josephine lässt nachfragen, bist du denn ein Hausgespenst, ja oder nein? Sie ist, Moment. Mann, ist die leise. Könnt ihr sie verstehen? Also gut. Bist du ein Hausgespenst oder ein Burggespenst oder ein, was? Ach du, sie ist ein Hausgespenst, ist aber die meiste Zeit im Musikforum, weil da so schöne Musik läuft. Jetzt ist sie im Moment bei mir und nervt mich hier tierisch, denn sie findet meine Klamotten gut. Hier steht, die Josephine lässt auch noch fragen, kannst du durch die Barbara hindurchschweben? Nein, Gott sei Dank kann sie das nicht. Das wäre ja gruselig, das würde bestimmt furchtbar kribbeln im Bauch. Und dann will hier noch jemand wissen, ob die Holly und der Teddy, meine Hunde, ob die Angst haben vor der Kuni. Nein, haben die nicht. Die Kuni hat ein bisschen Angst vor den beiden, denn wenn ein Hund laut kläfft, dann ist das für ein Gespenst ganz schön erschreckend. Also gut, jetzt wollen wir aber die Geschichte weiterhören. Wer Lust hat, kann sich die Kapitel 7 und 8 bald anhören. Tschüss!